So, einen wundervollen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt auch alle so gut geschlafen wie ich. Ich mache mich jetzt hier gerade fertig, denn heute ist eigentlich ein Tag, an dem gar nicht so viel passiert. Ich muss auf jeden Fall heute noch Pfand wegbringen. Ich werde auf jeden Fall ja am Dienstag noch mit den Jungs von Nubelshare zusammen was Kleines, Geiles starten. Da wird mehr passieren. Deshalb nächsten Sonntag gibt es auf jeden Fall ein cooles Video. Dieses Mal ist es auch cool, aber halt eben nicht so überspektakulär. Wir bringen heute zusammen Pfand weg. Ich werde mir noch einen Weihnachtsbaum kaufen. Denn bei uns auf dem Hof, da wo die Pferde stehen, ist heute ein Weihnachtsbaumverkauf. Ja, dann werde ich abends auf jeden Fall noch zu Freunden und ich nehme euch einfach mit. Ich habe neulich in der Insta-Story mal meinen Kratzbaum gezeigt. Da waren alle so voll fasziniert. Deshalb dachte ich, ich zeige ihn euch jetzt mal ganz. Da ist übrigens die Dame, auf dessen Mist das alles gewachsen ist, weil Madame sehr gerne hochklettert. Bengalkatzen sind ja ein bisschen eigen, kann man sagen. Ja, das habe ich zusammen mit meinem Opa aufgebaut. Also es war echt ein Riesenkraftakt. Wir haben das hier über die Treppe mit zwei Leitern, also eine Leiter auf die andere auf der Treppe angemacht. Das war echt... Und die Kratzbaum habe ich von Amazon, weil das auch viele gefragt haben. Die waren gar nicht so teuer. Sind zwar Echtholz, aber sind jetzt keine 400 Euro Kratzbäume. Ja, also wer nachbauen möchte, könnt ihr mir ja gerne mal ein Bild schicken, wie eure Katzen so wohnen. So, Freunde, das ist übrigens das Lieblingsspielzeug von Madame. Und sie abortiert halt, das ist so bei Bengalkatzen ganz normal. Das spielen wir eigentlich jeden Abend. Ist immer voll niedlich. Dann bringt sie es immer übelst stolz. Ja, das spielen wir dann jeden Abend eigentlich. Komm, einmal noch. Das ist halt eine Bengalkatze, ne? Ich brauche halt immer sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit im Spiel. So, Freunde, Pfand Lucy ist am Start. Auf jeden Fall mal Hashtag Pfand Lucy in die Kommentare, würde ich sagen. Ich bin eigentlich ein totaler Pfand Messi. Ich war jetzt aber schon die letzten zwei Wochen glücklicherweise, da waren es ein paar mehr Flaschen. Jetzt wollen wir mal gucken, ihr könnt ja gerne mal mitraten, wie viel Pfandgeld wir wieder in die Kasse bekommen. Wer richtig rät, der gewinnt einen Kalender von mir, weil es gibt ja jetzt endlich wieder neue Kalender. Ich habe sie nachbestellt, weil die Anfrage doch sehr, sehr groß war. Ihr feiert den Kalender, das finde ich natürlich mega cool. Deshalb gibt es wieder Kalender, auch vor allem das Black Friday Special ist wieder am Start. Zwei Kalender zum Preis von 34,99 € anstatt für 60 Euro. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Deal. Kriegt ihr gleich zwei Kalender, einen könnt ihr euch im Büro aufhängen und den anderen im Spind oder was weiß ich. So, ihr Lieben. Ich blende euch jetzt gerade noch mal kurz die Pfandtüten ein, die beiden. Ihr ratet, wie viel Pfand das Ganze wert ist. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich löse das Ganze im nächsten Video natürlich auf. Und wer am nächsten dran ist, gewinnt dann das Kalender-Package. Das ist auch der gute Pfandbon. Beutel sind leer, kann ich sagen. Hier blitzt schon mal ein bisschen was raus. Vielleicht ein kleiner Hinweis für euch. Jetzt geht's los. Wir werden noch mal das Auto abkärchern, weil die Karre sieht aus wie Scheiße. Ich kann euch bei Mudi helfen und da ist ja gerade... Die baut ja gerade quasi ihr Ferienhaus und da ist allerhand Dreck. Und ich bin natürlich mit dem falschen Auto hingefahren. Jetzt werde ich ein bisschen sauber machen und danach kaufen wir meinen Weihnachtsbaum. Ich freue mich so, ich liebe Weihnachten. Ich habe jetzt mal fix angehalten, denn ich habe rausgefunden, ja, ich bin blond, ich brauche manchmal ein bisschen länger, dass Instagram jetzt auch Sprachnachrichten versenden lässt. Deshalb habe ich euch gefragt bei Insta, ob ihr nicht mal eure Stimme schicken könnt. Das habt ihr auch fleißig gemacht und ich werde jetzt mal ein paar einblenden davon. Hallo Lucy, ich habe gerade deine Instagram-Story gesehen, dass du die Stimmen von deinen Usern hören möchtest. Und da habe ich gedacht, ich mache da mal mit und schicke dir jetzt mal diese Voice-Nachricht. Ich bin Erik, 33. Und ja, wir kennen uns ja so ein bisschen, schreiben ja hier ein bisschen bei Instagram, insofern du Zeit hast. Ja, und das ist quasi jetzt so meine Stimme. Hab ein schönes Wochenende und bis dahin. Tschüssi. Voll lieb. Ja, ihr seht, mir wird ja immer vorgehalten, dass ich nur Fans habe, die über 60 sind. Ich fand den mega, mega nett. Ich nehme ihm jetzt auch noch mal eine Sprachnachricht zurück auf. Nette Menschen um sich herum zu haben, ist schon echt viel wert. Deshalb, moin Erik, vielen Dank für die liebe Sprachnachricht. Ich hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass es dir für dich in Ordnung ist, wenn du kurz im YouTube-Video erscheinst. Ich fand das mega nett, voll sympathisch und hab eine schöne Woche. So, gucken wir mal, was ihr noch so schreibt. So, ihr Lieben, ich musste jetzt gerade mal weiterfahren, denn es ist nicht möglich, in diesem Land überall Netz zu haben. Ja, vor allem nicht, wenn man auf dem Dorf wohnt. Wir machen einfach mal weiter mit euren Sprachnachrichten. Ich hoffe, dass noch viele Süße dabei sind. Mal gucken. Also, eigentlich ist meine Stimme so voll normal, aber die ist mega räudig
weil ich gerade krank bin. Und vielleicht in dem Video sollten die Leute da mal kommentieren, wenn sie auch krank sind. Gerade so in der Winterzeit ist es mega räudig. Hier sind ihm auch mal gute Besserungswünsche zurück. Ja, mein Lieber, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, jetzt kannst du meine Stimme auch mal hören. Und vielleicht hilft das ja ein bisschen bei deiner Genesung. Okay, next one. Hi Lucy, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wie süß. Dankeschön, wünsche ich dir natürlich auch. Skattere, paladere, manne. Gut, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Ich wollte dir nur einmal sagen, dass du die hübscheste Blondine und die geilste Blondine bist, die ich je gesehen habe. Und ich hoffe, ich komme ins Video. Voll süß, dankeschön für das liebe Kompliment. Das freut mich sehr zu hören. Und ja, du bist auf jeden Fall am Start, glaube ich. Wünsche dir einen schönen Tag. Hallo liebe Lucy, meine Stimme kennst du zwar schon, aber vielleicht schaffe ich es damit ja in das YouTube-Video. Ich wünsche dir ein entspanntes und schönes Wochenende und drücke dich aus der Ferne. Kuss, dein Philipp. Dankeschön, Philipp. Ja, ich wünsche dir auch ein wundervolles Wochenende. Du bist auf jeden Fall am Start. Ich fahre gleich noch Weihnachtsbaum kaufen und noch so ein paar Geschenksachen erledigen und ich hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende. Danke dir. So ihr Lieben, ich glaube, das reicht. Ich habe auf jeden Fall mal alle Jungs und Mädels, beziehungsweise eigentlich nur Jungs, gehört. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Richtung Waschbox das Autochen mal sauber. Warum hierher? Weil das gute Teil bisschen kleiner ist und handlicher für kleine Mädchenhände und man sehr gerät damit irgendwie besser sauber kriegt, habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber für mich ist das super. Deshalb Münzen rein, auf geht's! So, wir sind gestärkt. Laufen wir doch einmal an den schönen Bäumen vorbei. Normalerweise habe ich immer so eher diese Größe gehabt, würde ich fast sagen. Die waren mir aber immer irgendwie viel zu groß. Außerdem, ich bin ein kleines Mädchen. Da kann man ja nicht die ganzen Riesenbäume nehmen. Außerdem bin ich heute mit dem falschen Auto da. Und deshalb habe ich mir überlegt, es wird ein kleiner süßer Baum, den ich im Topf nehmen werde dieses Jahr. Ich weiß noch nicht, ob der oder der. Ich glaube, das eine ist Blaufichte, das andere ist, glaube ich, eine Nordmanntanne. Ich kann mich da immer nicht so ganz unterscheiden, aber das wird mir bestimmt gleich erklärt werden. Und ja, dann pflanze ich den auf jeden Fall nach Weihnachten in den Garten und gucke mal, dass ich in 2-3 Jahren vielleicht einen großen habe. Ja, ich schaffe es bis zum Auto, aber ja, nächstes Mal brauche ich auf jeden Fall einen starken Mann, der mir beim Tragen hilft. Also Bewerbungen werden gerne entgegengenommen. Ja, ich weiß, Frauen sind immer nur am Nörgeln, aber so sind wir nun mal dafür lieben, die Männer uns ja auch. Ich sag auf jeden Fall schon mal Tschüss. Ich knall das Ding jetzt irgendwie in meinen Kofferraum und dann wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Like da lassen, Abo nicht vergessen und auf jeden Fall mal im Lucy Cats Dorf vorbeigucken, denn da gibt es viele geile Sachen. Vor allem natürlich das Kalender-Kombi-Paket für 34,99 €. Ich freue mich auf euch und auf eure zahlreichen Bestellungen. In dem Sinne, Abo, Glocke und ihr kennt das Spiel und ein Like da lassen.